Sri Lanka, wo sehr viele Menschen christlichen Glaubens leider den schrecklichen Anschlägen des Terrors zum Opfer gefallen sind. Wenn man die Schmerzen teilt, dann lindert es einen, gibt es einen Menschen an. Bei einer Freude, wenn man die Freude teilt, dann vermehrt sich die Freude. Deshalb sind wir Ihnen unter Ihnen und mit Gast heute, um unsere Solidarität, unsere Anteilnahme, um unser Mitgefühl mit Ihnen gemeinsam und gegen Hass und Gewalt einzutragen unter Ihnen. Diesbezüglich möchte ich Herrn Pfarrer Berger und Ihnen allen, dass er uns diese Gelegenheit gegeben hat, herzlich danken. Es ist unsere aller Aufgabe, gegen Hass und Gewalt aufzustehen und einzutragen. Und uns für die Menschheit als Gemeindeblut einzusetzen. Nun, wir sind kurz zu uns, Herr Pfarrer Berger hat es wahrscheinlich erwähnt, sind von der Nachbargemeinde in der Ludwigstraße 43, möchte nicht allzu sehr Ihre Zeit in Anspruch nehmen. Zu meiner Linken ist da immer Herr Jade Kreier und unsere Gemeindeblutber sind stellvertretend für die ganze Gemeinde hier unter Ihnen. Und wir möchten unsere Anteilnahme und gemeinsam für die Verstorbenen mit Ihnen geben. Ich möchte Ihnen ganz herzlich